meine Damen und Herren, wozu führen in unserer Industrie die steigenden Energiepreise? Welche Konsequenzen hat das für Wertschöpfungsketten? Welche Konsequenzen hat das für einzelne Unternehmen? Und wie sollte das Kreditmanagement mit diesen Fragestellungen umgehen? Das will ich nachfolgend behandeln. Welches sind die Folgen steigender Energiepreise für das Kreditmanagement, meine Damen und Herren? Der Konsum, das sehen wir ja selber, lässt nach. Primär trifft es den Handel, zurzeit die Konsumartikelhersteller, wiederum primär aufgrund der Belastungen im Einkauf. All das, was zurückgestellt werden kann, wird zurückgestellt. Kauf neuer Kleidung, Kauf neuer Sportartikel, aber auch der Besuch von Hotels und Gaststätten. Jedoch, meine Damen und Herren, Hauptleidtragender erst einmal ist die energieintensive Industrie. Hier steigen die Kosten durch die Energiepreise massiv. Die Branchen Baustoffe, Chemie, Glas, Metalle, Papier, Stahl sind dabei die, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen und die Energiekostensteigerungen massiv spüren. Die energieintensiven Unternehmen nehmen dabei eine Schlüsselposition in unseren Unternehmen ein. Um Aluminium, Kupfer, Zink, Dämm, Kunststoffe, Grundchemikalien, Papier oder Karton, Glasfasern, Zement, Kalk, Gips, Keramik herzustellen, wird massiv Energie benötigt. Damit ist direkt oder indirekt die gesamte Industrie betroffen. Das wird zu weiteren Preissteigerungen in fast sämtlichen Bereichen, industriellen Bereichen führen, überall dort, wo produziert wird. In der Baubranche spüren wir ja schon gedämpfte Nachfrage und das wird sich weiter fortsetzen. Investitionen in Gebäude werden unattraktiv. Hier wird es eine starke Nachfragedämpfung im Baubereich mit entsprechenden Konsequenzen für diesen Bereich geben. Mieten steigen und können gar nicht so stark steigen, wie dieses für die Baupreise der Fall ist. Da die gesamte Verpackung teurer wird, haben wir auch in der Konsumartikelindustrie massive Preissteigerungen. Preissteigerungen im Maschinenbau in sämtlichen Bereichen. In der Automobilindustrie sehen wir das ja schon auch durch entsprechende Verknappungen. Konsequenz ist, es sind ganz viele Wertschöpfungsketten betroffen. Nicht umsonst gibt es zurzeit ja eine fast 8% hohe Inflationsrate. Probleme haben die Unternehmen, die diese steigenden Kosten durch Energiepreise nicht weitergeben können, weil sie langfristig vertraglich gebunden sind. Beispiel hier so Energieversorger wie Uniper, die teuer einkaufen müssen, aber eine Preisbindung in ihren Verträgen haben. Verluste, meine Damen und Herren, sind da vorprogrammiert. Und tendenziell wird dieses auch zu Rezessionen führen. Wir werden sehen, welche Anpassungsprozesse die Unternehmen da durchführen, die mit finanziellen Polstern und die die Möglichkeit haben, hier variable Anpassungen vorzunehmen, werden dabei diejenigen sein, die gut durch diese Situation kommen. Unternehmen, die dagegen Preisniveau nicht weitergeben können und damit verbunden Kapazitätsanpassungsprobleme haben und sowieso unter knapper Liquidität leiden, für die wird es problematisch und da gilt es im Kreditmanagement genau aufzupassen.
Auch im internationalen Wettbewerb sehen wir Konsequenzen. Wenn wir, meine Damen und Herren, den beispielsweise französischen Energiemix mit dem deutschen Energiemix vergleichen, haben wir, was bei uns fossile Brennstoffe angeht, dort einen Anteil von Atomenergie in etwa in gleicher Größenordnung. Da steigen die Preise natürlich nicht so stark und es gibt viele andere Länder, für die das ebenfalls gilt. Das heißt, wir werden auch Nachteile im Export bekommen, die sich auch auf exportintensive Branchen entsprechend auswirken werden. Hier gilt es also genau, die wirtschaftliche Position der Unternehmen zu betrachten, die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen zu untersuchen und festzustellen, wie widerstandsfähig sie denn gegenüber diesen Dingen aufgestellt sind. Wie lange werden die Effekte kompensiert werden können? Reicht das, um die entsprechende Anpassung zu erhalten? Und auf dieser Basis lässt sich auch für das Kreditmanagement abschätzen und steuern, wie weit Unternehmen hier agieren sollen. Speziell müssen wir sicherlich davon ausgehen, dass dieses Preisniveau auch mittel- und langfristig einen gewissen Bestand haben wird, sodass wir durchaus darüber nachdenken können, dass verlängerte Zahlungsziele vielleicht kein probates Mittel in diesem Zusammenhang ist, mit den entsprechenden Unternehmen umzugehen. In diesem Sinne sind Sie detailreich und differenziert in der Analyse. Gehen Sie vorausschauend vor und so wünsche ich Ihnen möglichst guten Weg durch diese zurzeit aufkeimenden Probleme. Herzlichen Dank.